Okay, Spinnen. Spinnen dürfen wir auch keinem guten Rollenspiel fehlen, Riesenspinnen. Fenris, zieh dich mal etwas zurück. Und jetzt müssen wir doch den Witwenmacher da oben töten. Au, bevor er Fenris ausschaltet. Gott sei Dank können Tiere nicht sterben. Oh, pfui Teufel. Ach da, meine Kacke. Haben wir gerade eine Ogerhöhle entdeckt. Und das könnte gut... Oder eine Trollhöhle. Das könnte gut möglich sein. Auch wenn ich das gerade nicht sehr sonderlich appetitlich finde. Oder ist das eine Spinnenhöhle? Ich glaube, wir gucken erstmal in die Höhle rein, bevor wir uns hier weiter umschauen. Eine unheimliche Höhle, also ja. Das hier sieht definitiv unheimlich aus. Was für schwächere Zauber habe ich dem Medium eigentlich gegeben? Fällt der Abneigung. Zwischen dem Medium und jeder, der zwischen Geleit Korrosionsschaden, Psychowelle. Mhm. Hier. Psychokling. Oh, die könnte ich mal ausprobieren. Die Psychoklinge. Jetzt aber erstmal rein hier. Ja, genau, das hier ist das mit den Medien, wie Medien ihren Fokus gewinnen. Ganz einfach, indem sie Gegner angreifen. So. Slowly now. Ja, jetzt sollten wir langsam vorwärts gehen. Tagebuch wurde aktualisiert. Östlich des Flusses B fand ich eine Höhle. Es riecht nach verfaulten Leichen. Hier muss irgendwas Hungriges leben. Let's go. Erstmal lebt hier eine ganze Spinnenhorde. Die können meine Klingen gut vertragen. Oh, okay, das geht wirklich nur auf die Gegner. Oh, und du, mach mal eine Rüstung, sicherheitshalber. Und der Rest hält einfach irgendwo drauf. Oh, das war Fenris. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst eine Rüstung machen? So, genau. Du hast doch weiterhin genug Fokus. Oh. Die Spinne hat unser Medium angegriffen. Nicht so schön. Edda könnte mal Hand auflegen vertragen. So. Ein Verletzungspfeil auf dich. Einmal das auf dich. Du kannst auch irgendwo den Verletzungspfeil hinmachen. Du mach mal deinen heiligen Glanz. Oh. Wirkt Handauflegen nicht mehr? Na, sie hat's noch gar nicht gemacht. Ich hab's abgebrochen aus Versehen. So. Hm.
Gut. Daher sieht zwar ein bisschen ungesund aus gerade. Wegen dem ganzen Gift, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja zum Glück jemanden, der es ein bisschen hochheilen kann. So. Jetzt kriegt Edda wenigstens ein paar Lebenspunkte wieder zurück. Über den Zeitraum, der... Ja. Den das hält. So. Okay, das war jetzt eine riesige Aktion mit Spinnen. War das Haustiere des Ogers? Im Luftzug der Höhle kreuzen sich die Gespinnweben, in denen mumifizierte Überreste verheddert sind. Ah, da ist der zweite Höhlenausgang, den ich gesucht habe. Sehr schön. Höhlenkoralle. Hier sind auch ein paar Secrets versteckt. Eine Feuerballschriftrolle, hier für dich. So, gehen wir mal kurz hier raus. Da habe ich nämlich einen Vorsprung gesehen, auf den ich erstmal kurz gucken möchte. Okay, ich hoffe mal, es kommt nicht wieder so, nicht nochmal so viele Spinnen auf einmal, weil sonst... macht das böse Aua. Ja, wir müssen auf jeden Fall einmal rasten, bevor wir... Zerfetzte Notiz. Diese Notiz ist blutverschmiert und zerrissen. Die Ränder sind mit einer Art Farbstoff verwischt. Aus den lesbaren Festen kannst du hastig geschriebene Anweisungen ablesen. Zur Vermeidung des Eingangs im Turm, Durchgang durch mein Geschäft, würde die Aufmerksamkeit von auf sich ziehen. Der Wirrwald mag ja mit unseren Zielen sympathisieren, aber einen Tempel würden sie nicht genehmigen. Noch nicht. Schlüssel zum Eingang am Schluss östlich vom Dorf. Vorsicht auf der Straße. Zurzeit gibt es Berichte über T. Tagebuch wurde aktualisiert. Beim Erkunden einer Höhle östlich des Flusses fand ich eine Leiche mit einer Mitteilung und einem Schlüssel mit Totenkopfgriff. Die Mitteilung erwähnte eine Art Geheimtempel mit dem Eingang in Flussnähe und einem anderen in einem Turm hinter einem Laden. Die Mitteilung war mit Farbklecksen beschmutzt und mit T unterschrieben. Ja, Tigrill. Genau. Es gehen Kultistenkutten. Okay, ein Kult. Ein Initiiertenkutte. Okay, die nehme ich mal kurz hierher mit. Und den Rest packe ich da rein. So viel zum Oger, hä? In Wirklichkeit waren es jede Menge Spinnen. Oder werden wir dem Oger noch begegnen? Das ist jetzt die gute Frage. Die Höhle scheint nämlich noch ein bisschen was herzugeben. Deswegen sollten wir ganz vorsichtig gehen. Wow, okay, da ist es wieder. Das sind wieder ein paar. Du hast Fokus. Also machst du mal einen auf Puppenspieler. Genau. Tötet euch gegenseitig. Das ist immer eine gute Idee. Okay, Puppenspieler hat nachgelassen. Okay, das war jetzt nicht so heftig. Einmal, weil wir den Puppenspieler benutzt haben. Das ist wirklich eine ziemlich mächtige Fähigkeit, muss ich ehrlich sagen. Deswegen finde ich das Medium schon mal gar nicht mal so schlecht. Wobei,
Wobei ich am Anfang immer ein bisschen skeptisch war über das Medium. Guter Streitkolben, Schriftrolle der Wiederbelebung. Hm. Oh, vorsichtig gehen. Ich nehme zwar nicht an, dass wir nochmal regeneriert die Fokus auch außerhalb des Kampfes irgendwie. Oh, der Höhlenteil hier scheint beleuchtet zu sein. Ach du meine Güte. Das könnte jetzt definitiv etwas ungemütlich werden. Bewegungsunfähig. Mist. Bewegungsunfähig ist nicht so gut. Wow, die ist schnell tot. Ich kann mich zum Glück immer darauf verlassen, dass Hagrid mein verdammt guter Schütze ist. Und Sagadi auch zum Glück. Das macht das nämlich einfacher, solche Riesengegner schnell mal auszumerzen, solange sie nicht im Nahkampf sind. So. Am langsam sieht die ganze Gruppe nicht mehr so gut aus. Naja, Spinnen sind doppelt garstig. Die vergiften nämlich. Also Gegner wie Spinnen können böse sein. Sure. Geht's da noch weiter irgendwo hin? Nein. Okay. Weil Gift ist ja reiner Schaden oder wie der heißt und der kann nicht von Rüstung ignoriert werden. Das heißt Spinnen, gerade Spinnengift und sowas. Ich muss mal gucken, habe ich irgendeinen Vergiftungsschutz für solche Fälle, den ich schnell sprechen kann. Okay. Ich schätze mal, was... Ja, Sagani hat definitiv noch Humor. Slowly now. Älterer Bär. Okay, ein Oger mit zwei Bären. Als im Schutz der Dunkelheit vorhings beginnt der Boden unter dir zu beben. Du hörst schwerfällige Schritte, röchelndes Atmen und knochenzerbersendes Knacken. Aus dem Schatten kommt ein über 3 Meter großer, muskelpackter Oger heraus. Er beißt herzhaft in ein behuftes Bein mit rosa Fleisch und wirft es zur Seite. Er beobachtet dich unter dem dichten Dickicht seiner Augenbrauen. Hm, für einen Dörfler zu gut ausgerüstet. Dann also ein Bandit von der Straße. Muss so sein. Der Oger schnaubt, fässt sich den Griff und seine Keule. Ich habe zurückgezogen, gelebt, niemand habe ich getötet. Gut, vielleicht außer den Nahen, die leichtsinnig genug waren, mich bisher zu verfolgen. Warum suchst du nach mir? Ich suche nach einer jungen elfischen Edelfrau, sie ist verschwunden. Korgras wütendes Knurren gibt den Blick auf riesige gelbe Zähne frei. Ich habe mich bemüht, Gestandene zu meiden, besonders solche, die Suchmannschaften aufstellen könnten. Er kratzt seine Fingerknöchel und äugt dich an. Hier ist sie nie vorbeigekommen, da bin ich mir sicher. Dann werde ich woanders nachsehen. Zuerst aber wollte ich dich noch etwas anderes fragen. Er stand auf einem Punkt über deiner Schulter, als ob er erwarten würde, dass sich gleich jemand hinter dir hervorspringt. Sprich schnell. Ein Bauer aus Dürfer behauptet, du hättest seine Schweine gefressen. Er rammt eine Faust in die Wand und brüllt. Da hätte ich diesen verdammten Bauern fressen sollen. Ich habe unterschätzt, wie sehr diese dörflichen Schweine lieben. Beruhig dich, vielleicht solltest du mir etwas anderes erzählen. Was denn? Was hast du in dieser Höhle verloren? Ich verschwecke mich vor Leuten wie dir. Kratze einem Stoßzahl und starte dich an. Gestandene von seltsamen Stürmen aus ihrer Heimatstätte getrieben.
Banditen auf der Suche nach Blut und Gold. In der Nähe von Gestanden ist meine Sorte bestenfalls unsicher, aber jetzt. Die Gemüter erhitzen sich und bei euren Alchemisten steht Ogerblut hoch im Kurs. Er greift seine Keule noch fester.